So Leute, weiter geht's im Text. Ich muss mir erstmal ausniesen. So, wie gesagt, ich habe jetzt Fahrzeuge. Wir sind fleißig am Produzieren. Läuft gut. Baumerntemaschine und alle Bagger habe ich weggeschrotet. 14 Bagger habe ich schon. Hier ist der 15. Bagger. Ich denke mal, mit 15 Bagger bleibe ich erstmal. Komme ich aus. Rest 95 LKWs. Ja, 15 Bagger mal 3 macht 45 LKWs gebunden. 95 habe ich. Macht 50 LKW, ne? Die wir dann überhaben. Für das allgemeine Transportwesen. Aber ich denke mal schon, um die Effizienz der Bagger hochzuhalten, wäre das sinnvoll. Ansonsten können wir immer noch mal einen LKW wegmachen und einen Bagger noch dazu. Ja? Also das ist jetzt die Geschichte. Dann habe ich hier schon mal einen großen Eisenerzbunker gebaut. Der war aber nur temporär. So, denn ich habe auch den hier pausiert. Weil ich hatte viel zu viel Eisenerz, da wir hier in der Ecke Eisenerz auch haben jetzt. Ne? Jetzt arbeite ich mich hier runter quasi. Ja, und jetzt sorge ich schon dafür, dass... so, guck mal hier, da haben wir sie wieder. So, guck mal, der ist nirgendwo dran. Verschrotten. Verschrotten. Der hat jetzt gerade einen Auftrag gekriegt. Wird aber auch noch verschrottet. Ja. Drei LKWs in Verschrottung. Drei neue werden dafür gebaut. 1, 2, 3. So. Zack. Da habt ihr's. So. Das dazu. So. Dann habe ich mal geguckt. Geht mein Gedanke auf. Und wir schauen hier mal rein in die Farm. Ja, und wir könnten hier tatsächlich eine Farm bauen. Ja, also dieses einfach aufgeschüttete ist tatsächlich grün, weil wenn es rot ist, seht ihr diese ganzen roten Vierecke und das ist alles grün. Ich kriege hier keine Farm platziert, weil die Türme so dichte beisammen sind. Aber das ist durchaus möglich, hier eine Farm hinzustellen. Ne, also diese eine Schicht Erde reicht vollkommen aus. Bin jetzt dabei, wie gesagt, die Erde habt ihr schon gesehen, hier hinten, Riesenhaufen, ne? Ja, zu platzieren und ja, das ist so, das ist Plan. Machen wir das, ja, da hinten ist jetzt riesengroßes Erdlager, auch hier habe ich schon Erde wieder verkippt. Dass da, also ich habe so hauptsächlich Transportmanagement gemacht. Ich habe hier auch hier, diese eine Rampe ging ja hier hoch. Hier ging die hoch, irgendwie. Und ich habe ja die Rampe dann ja umgebaut nach hier mittels diesem Bergbaukontrollturm. Ja, weil die Rampe, die ist jetzt schon weg. Ich würde schon gar nicht mehr hoch und runter kommen. Und hier hinten habe ich noch eine Notfallrampe. Falls das passiert. Ansonsten sind die Bagger schon ausgetauscht. Immer einen großen Bagger. Guck mal, Eisenerz passt. Ja. Die haben natürlich einen elendigen Weg, ne? Aber ja, es passt. Dieser eine Bagger, der hat so viel Leistung, das ist insane. So, das können wir wegschalten. Die ganzen Mauern wieder, die Mauern. Hier habe ich schon Mauer daneben gebaut. Ich wollte die eigentlich noch einreißen, aber ich habe auch keinen Bock. Ne? So, dann haben wir hier noch die Landzunge, da wird gearbeitet. Dann haben wir hier, da wird jetzt auch gearbeitet. Hier wird irgendwie nur Schlacke hingebracht, aber ist vollkommen okay. Dann habt ihr irgendwas reingekippt, ne? Wir machen das jetzt hier zu. Und dann will ich hier auch Erde rüber streuseln. Ja, das dazu. Also ich hoffe, ich habe euch erstmal so irgendwie abgeholt und auf den neuesten Stand gebracht. Und jetzt machen wir weiter. Thermische Entsalzung. Gucken wir gleich rein. Thermische Entsalzung. Haben wir einen thermischen Entsalzer. 60 plus 12 macht 48 Wasser. So, das heißt, das ist okay. Ja. Plus 40 kW Strom. Ne? Und wir haben die große Meerwasserpumpe, die 120 macht statt 10. Ach so. Ja, also sie kann tiefer, aber macht das gleiche so. Und dann haben wir hier. Genau. Thermische Entsalzung.
Das passt. Das passt. Gut. Und Dekonstruktionseffizienz, wenn wir abreißen, dass wir neue Dinge kriegen, das ist natürlich immer wichtig. Wir haben noch 10 Forschungen am Start. Ne? Also die Forschung, die lasse ich immer auch so ein bisschen laufen, damit wir so ein bisschen aktueller werden. Die Rohrleitung, die können wir ja mal mitnehmen. Und dann habe ich hier die ganze Forschung schon wieder angeklickt. Die gucken wir an, wenn sie denn nach und nach kommen. Jetzt haben wir gerade Abgasfiltration. Was ist hier noch wichtig bei? Fortgeschrittene Verhüttung ist hier noch bei. Das ist immer gut. Wiederverwertung aus Siedlung finde ich auch sehr toll. Sehr schöne Sachen, die Konstruktionseffizienz. 10% Produkte, ja, das ist gut. 10% von was, wissen wir nicht. Aber ist ja egal. So. Unser Öl. Entweder ist der jetzt hier gerade. Was ist mit unserem Öl los? Reicht unser Öl nicht mehr? Also wir scheinen echt Öl jetzt durchzuknallen, noch und nöcher. Sind das die Großen? Das sind die Großen, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir holen ja nur von der Ölbohrinsel. Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Jahre übrig, 708,4 Jahre. Aber nicht bei dem Geschwindigkeit. Wir haben jetzt 108 alle 60 Sekunden. 72 Arbeiter, 1,6 verbrauchte Einigkeit. Ja, jetzt müssen wir Staub geben, was das angeht. So, 0,24 Monat noch plus, 159 Einigkeit haben wir, passt. So, jetzt haben wir nämlich 440, ist voll, aber er könnte ja schon wieder los, weil es ist schon strong. Aber er kann nicht los, weil wir brauchen insgesamt 1760, bevor er losknüttelt. So, verfügbar zum Aufnehmen. Also wir haben schon einen stronken Ölverbrauch. So, guck mal hier. Wir können aber das Ding verbessern. Würde ich jetzt auch tun. Und unserem Boot dahin schicken. So, Holz sieht gut aus. So, und zwar... So, Beladen des Schiffes. Ölbohrinsel. So, da kommen die ganzen Viecher angeflitzt. Bam, 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 bam. So, und dann können wir die Bude da gleich hinpacken. So, Fracht ausliefern. Wir brauchen natürlich noch mehr Einigkeit, aber das ist in dem Fall nicht so wichtig. So, denn wir sind ja noch nicht auf vollen Ölverbrauch. Aber guckt mal hier, ist jetzt leer, leer, 68 zu 59. So. So, was haben wir denn jetzt? 1352, brauchen aber 1760. Ja, also die Verbesserung. Die ist schon da. Wir haben nur 1 Million Liter hier. Naja. Achso, und jetzt könnten wir. 108 zu 2,4. Halleluja.
Minus Einigkeit. So. Können wir auch nochmal Beladen des Schiffes starten. Zurück nach Hause. So, damit kann ich natürlich nicht umgehen. Zack. Nochmal 40 Arbeiter dabei. So, jetzt müssen wir gucken, wie das geht. Oh, Einigkeit. So, Wartungsreduzierer ist okay, überladen. Diese beiden Sachen könnten wir abschalten. So, wir müssen gucken, was mit unseren Kartoffeln ist, was mit unserem Brot ist. Darauf erstmal einen Schluck. Das müssen wir jetzt im Auge behalten, weil wir haben viel zu viele Einwohner für viel zu wenig Farmen. Wir müssen mehr Farmen haben, viel mehr Farmen. So. Wir müssen viel mehr Farmen haben. So. Sehr schön. Gut. Kohleversorgung ist nicht da, weil wir keine Erde verkippen können. Weil wir die Erde nicht wegkriegen. Also das mit der Erde ist auch ganz, eine ganz schlimme Sache. Fahrt die Erde doch mal weg, Mann. Also entweder mache ich die Zuweisung completely. Aber hier wird die Erde ja nicht weggefahren. Warum wird die Erde da nicht rübergefahren? Scheiß Erde. Und hier fahren doch nun schon 4 LKWs die Erde weg. Dass wir noch 2 LKWs die Erde wegfahren. So, da sind sie. Bam, bam. So, und weg damit. So. Erde ist halt ein Rohstoff und ich weiß nicht, wie viel Erde ich nachher brauche. Das ist das Problem. Also will ich die Erde lagern. Ja. Und das ist vielleicht jetzt ein Aufwand, wo man sich sagt, was macht der da? Aber im Groben und Ganzen fahre die Erde nur hier hinten hin. Ja, bergeweise. Aber das ist halt, der Weg ist halt so unglaublich weit. So, guck mal, Kohle läuft aber wieder, weil es wird jetzt hier wieder weggeholt. So. Bam, bam. So. Erdtransport. So. Kohle 1 und Kohle 2 haben nichts mehr, aber ich denke mal, das haben wir wieder erledigt. Wir haben jetzt auch große Bagger hier dabei. Moment. So, Leute. Da ist er wieder. Kamera? Bist du noch da? Guten Morgen. So, Kohle
Ja, die graben nicht so wirklich an Kohle rum, ne? Gut. Weißt du, dass du eigentlich Kohle besorgen sollst, statt die ganze Zeit Erde zu schippen? Ja? Hör auf damit. Weißt du, dass du eigentlich Kohle besorgen sollst? Hör auf, die ganze Zeit Erde zu schippen. So. Und dann fahr du mal hier hin, weil ich glaube, hier hast du ziemlich alles weg. Genau. Er schippt jetzt aber vollwertig Kohle, das ist okay. Sollte eigentlich gleich mein Hauptkohleproblem wieder erledigt sein, weil ich grab mich jetzt zu diesem Fleck hier durch. Unterirdisch, sage ich jetzt mal. Aber hier haben wir am größten Teil alles erledigt. Hier haben wir auch schon einiges weg. Auf L wird hier nur noch ganz wenig angezeigt. Hier ist es schon erledigt. Das heißt, wir können anfangen, wegzufrisieren. Naja, gut. So, hier, guck mal, unseren Erdhaufen haben wir eigentlich schon so ziemlich erledigt. Und wie wir sehen, müssen wir nur vorne ein kleines Stückchen aufgraben und gegen Erde austauschen. Das werden wir dann natürlich noch erledigen. Ja, aber weil hier ist sehr, sehr viel Erde tatsächlich. Deswegen ist die Erde auch immer voll. Wir bauen weniger an Gestein und mehr an Erde rum. Deswegen haben wir das hier mal wieder viel Gestein. Ne, das spielt uns in den Karten, denn ich will ja eigentlich Gestein haben, um das hier zu füllen. Ja? Deswegen würde ich hier ganz gerne auch einen Bagger noch wegnehmen und drei Autos und würde hier ganz gerne noch einen Bagger und drei Autos dazu füllen, tatsächlich. Und dann hätte ich auch ganz gerne noch mal wieder, aber wir sind ja, oh, wir sind wieder dabei. Guck mal hier. Verschrotten. 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 Ja, das müssen wir jetzt die ganze Zeit machen. Denn wir brauchen große LKW. Ich will alles austauschen. So, guck mal hier. Kohleversorgung. Wir haben nur den Bagger von hier nach da gestellt. Und das war die Lösung des Problems, ne? Machen wir uns nicht vor. Gut. Oh, diese eine Locke hier immer. Ja, jedes Mal. So, check. Haben wir das? Ah, dieser eine Baum, ne? Ja, da werde ich aber ewig nicht rankommen. Na gut. Hier sowieso auch Erdlager, ne? Was wir auch umlagern könnten. Und vielleicht auch noch werden. Ja, dass wir von hier uns rangraben. Alles platt machen. Aber ich grab mich ja sowieso hier hinten durch. Zzzzt. Ja, und dann ist es ja eh erledigt. So. Auf jeden Fall. Um die Autobahn perfekt zu machen, müsste ich jetzt eigentlich noch hier drum rumgraben und dann hier irgendwo wieder rauskommen. Hier, das Stückchen müsste ich mir jetzt eigentlich noch tunneln, dass sie ebenerdig fahren können, dass wir hier eine Hauptverkehrsstrecke machen, aber der Kalk ist leider im Weg. Es ist halt, ne, also Ressourcen im Weg sind immer schlecht, wenn man da eine Art Tagebau machen muss. Aber hier, genau hier, wo ich jetzt eingegraben habe, das müssen wir wieder aufschütten mit Gestein und dann hier durchfräsen. Aber wir haben hier auch das Eisen so dicht dabei. Ja, das grenzt unmittelbar aneinander ran. Das ist. Ja, also hier ist echt eine Ressourcenwand, sage ich mal. Ne? Also die Hauptverkehrsstrecke, wenn wir die Kohle hier weg haben, hier liegt ja nur noch. Also wir können jetzt sagen, dass wir schon 50% der Kohle abgebaut haben, die hier liegt. Dann haben wir natürlich noch hier Kohle ohne Ende. Nochmal so einen riesen Kohle-Platschen, den wir denn abbauen müssen. Aber ihr seht schon, wir verbrauchen die Ressourcen auch. Ja, das ist so. Wir verbrauchen das. Ne? Also ich hätte nie gedacht, guck mal, wie viel Kohle wir jetzt eigentlich auch schon verbrannt haben. Ne? Also das ist der Wahnsinn. So. Er ist jetzt am Holen. So, Wartung ist voll. Eingelagertes Produkt. Ja, ich denke, wir können wieder runterschrauben. Ich denke mal, vierfache Geschwindigkeit ist okay. Von der Ölbohrinsel
Ganz zu schweigen, vielleicht können wir noch die Sägeinsel auch noch runterbringen. Die können wir nämlich noch halbieren, weil der ist auch immer voll. Das war wirklich nur so viel, wie wir benötigen, dass die Leute nicht so viel rumstehen. Gut, haben wir das. Check. Gut. So, Kupfer müssen wir uns bald Gedanken machen. Wir haben nicht mehr viel Kupfer, da müssen wir uns runterfräsen. Vor allem der Bums muss hier weg. So, ich würde jetzt auch gerne mal, tatsächlich hier unten ein Stückgutlager 3 bauen, tatsächlich, für Holz. Ja, das würde ich ganz gerne auch so positionieren. Und ich würde ganz gerne das Frachtschiff pausieren, tatsächlich. Dass das Frachtschiff eben nicht mehr fährt, dass wir erstmal ja damit quasi losgehen. So, und so, hier machen wir Export aus. Machen wir mit der Taste U. Bauen wir das fertig. So, zack. So, LKW Import und Export aus. Genau. Jetzt kann nämlich der Baumernter hier oben. Der kann jetzt, glaube ich, los. Genau. Wir haben jetzt nämlich gültige Ziele mit malen. Und jetzt wird das Holz hier exportiert. Genau. So, passt perfekt, würde ich sagen. Thema ist durch. Hier passen über 2000 Holz rein. Ist okay. Große, große Geschichte. Passt mir gut. So, wir haben schon wieder 108 Autos. Das heißt, wir müssten, guck mal hier, da ist einer. Verschrotten. Immer wenn die so eine Auflieger haben, dann ist es schon relativ großes großer Indikator, dass die nirgendwo zugewiesen sind. So, und jetzt nehmen wir natürlich wieder 1, 2, 3. Ja, immer mal wieder ein bisschen verschrotten. So, guck mal hier, energetisch sind wir ja auch so ein bisschen am Limit, tatsächlich. Oh, das ist so eine geile Produktionslinie hier, ne? Weil wir wirklich mit vielen Produkten alles irgendwie hinkriegen. Und ich finde das gut. Brenngas ist voll. Nee. Warum ist ein Brenngas so elendig voll? Habe ich so viel Brenngas? Da reichen zwei nicht, um das abzubrennen. So, Priorität, Priorität. Hier hat keine Priorität mehr. So, ja. Das ist ja ein Ding. Und der schafft es nicht, das Brenngas zu verbrennen. Aber Kohle haben wir hier abgeschafft, größtenteils. So, Wasser. Das ist ja ein Ding, dass hier so viel Brenngas drin ist. Das ist für mich echt ein Rätsel.
Ich hätte nie gedacht, dass es voll wird. Hätte ich nie gedacht. Wirklich nicht. Ja, solange sich das nicht auf meinem Diesel ausschlägt, dieses volle Brenngas. Aber dann könnte man ja tatsächlich schon drüber nachdenken, hier einen Brenngasofen zu nehmen. Ein Brenngasrohrofen. So, aber das fassen wir jetzt erstmal kurz nicht an. So, guck mal, der ist jetzt auch leer geräumt. Jetzt haben wir hier schon ordentlich Holz drinne. Müssen jetzt ein bisschen das Holz im Auge behalten, dass der Ernter das auch schafft. So, könnten wir hier, wir könnten. Große LKWs. So, und dann haben wir hier auch alles große? Nein. 1, 2, 3. Oh. Genau. Immer austauschen. Fahrzeuge wieder 107. Ich sortiere aber jetzt schon wieder Fahrzeuge aus. Verschrotten. Ja, natürlich auch solche Fahrzeuge. Guck mal hier, der ist auch nicht zugewiesen. So. Und würde ich jetzt tatsächlich 1, 2, 3. Wieder 3 nach. 3 werden verschrottet, 3 kommen wieder nach. Genau, 3 sind noch, 3, ja. So, damit halte ich nämlich hier eigentlich alles am Laufen so ein bisschen tatsächlich. So, Kupfer ist voll, das ist sehr gut. Ja, also das hat schon ausgemacht, dieses Kupferding. Das war schon schlau. Ne? Also große Lager sind echt schon eine Menge wert. So, Grundwasserpumpe könnte wegen unebenem Gelände einstürzen. Oh. Ach, tatsächlich, ist das schon so? Ja, ne, der graben wir jetzt weg. Wir versuchen da ranzukommen. Wenn sie einstürzt, stürzt sie ein. Ist kein Problem. So, stürzt aber nicht ein, denn wir sind fertig hier an dem Gelände. Und hier ist es tatsächlich jetzt so, ich würde ganz gerne den Austausch schon vornehmen wollen. So. So, ich würde hier ganz gerne den Austausch schon vornehmen wollen. Und zwar tatsächlich so, dass wir hier wirklich gutes Gelände haben. So. Hier darf natürlich Erde verkippt werden, völlig klar. Ja. Und dann sind wir hier schon mal ein ganz Ecke weiter. Denn das ist ja schon fertig. Da musste ich ja nur Erde abtragen. So, und dann würde ich tatsächlich mit dem Bergbaukontrollturm tatsächlich so weit gehen. Schafft ihr das? Schafft er nicht. Ja, hier schafft er eine Überlappung nach zu der Seite. Gut. So, und dann kippe ich hier nämlich auch gleich alles voll mit Erde. Und dann säge ich mich weiter nach da durch. Nun versuche ich das erstmal alles so ein bisschen abzusenken. Für mich ist halt auch einfach wichtig, dass ich genug Stein kriege.
Ja, für meine Projekte, um das hier alles voranzubringen. Es geht hauptsächlich nur wegen, wenn ich Stein habe. Ja, Stein ist da das A und O. Das wollen wir letztendlich auch verkippen, Leute. So, das haben wir erledigt. Kalk sieht auch schlecht aus. Da müsste ich auch langsam. Ich müsste mich hier runterfräsen und dann kann ich hier rechts, links abbiegen nach Kalk. Rechts abbiegen nach Eisen. Ja, das wäre so erstmal das Ziel. Mich hier runter zu fräsen. Wir haben ja eine gute Sache schon erledigt. Und zwar diese hier. Das ist ja wirklich ein Abgang, so wie ich mir vorstelle. Hier hinter ist halt das Bergbaugebiet prinzipiell. Und das Bergbaugebiet, ja, da bauen wir jetzt natürlich ab. Reicht hier 12 noch nicht, oder was? Doch reicht. Ich würde sagen, reicht es nicht? Wenn denn gerade so. Dann müssen wir gucken, wenn nicht, müssen wir tiefer gehen. So. Jetzt können wir bald schon wieder dran denken, den nächsten Dreierpack Autos zu machen. Guck mal, hier sind gerade zufällig welche verschrotten. 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 Abflug, Boys. 1, 2, 3. Ja, wir sehen schon, wir haben jetzt schon 50, 50 haben wir schon bald. Also wir haben jetzt eigentlich die Hälfte an guten LKWs raus. Das heißt, jetzt müsste ich so langsam, aber allmählich eine 15 Bagger haben. Und wir haben jetzt schon 44 LKWs. Müsste jeder Bagger langsam einen großen LKW besitzen. Oder drei große LKWs. Ja, mit dem nächsten LKW müsste das eigentlich denn geklappt haben. Aber ey, gut, ich habe ja sechs LKWs noch am Laufen. Sechs große, die ja hier hinten wie so bekloppt fahren. So, da würde ich jetzt ganz gerne die sechs wegnehmen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich würde einfach dafür jetzt statt sechs große den Rest an kleinen LKWs nehmen. 1, 2, 3. So, jetzt hat das hier nämlich geklappt. So, wir wollen hier nur Erde verkippen. Genau, jetzt haben wir das Ding hier erledigt. Bis auf hier hinten das bisschen. Da müsste man tatsächlich den nicht. Ja, das ist wohl seine Krankenweite. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. So, dass wir das hier hinten noch erledigen und dann das verkippen. Will nochmal die Bergbaukontrolltürme. Erde, Erde, ja, das passt. So, zack. Ich will das hier auf jeden Fall verkippt haben. Genau. Und dann hätte ich jetzt ganz gerne schon hier hinten natürlich weitergemacht, tatsächlich. So, hier sind wir jetzt dabei. 1, 2. So. So. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. So, 6, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 12. Genau. So, haben wir das. So, na, das ist doch mal eine gute Sache. Haben wir das jetzt auch gleich erledigt. Hier vorne. Und dann müsste ich hier hinten das Stückchen eigentlich noch. Eigentlich müsste ich die Forschungsanstalt und die Verwertung und so, die müsste ich eigentlich schon komplett umstellen. Auf, sage ich mal, ja, meinetwegen hier hinten ganz gerne. Aber der Bergbaukulturm ist halt noch nicht ganz fertig mit seiner Aufgabe. Der ist nämlich noch zuständig für das bisschen hier hinten tatsächlich. Ja, und solange dieser Punkt da nicht abgearbeitet ist,
Kann ich halt auch hier hinten nicht verkippen, so ein bisschen. Aber das ist ja gleich soweit. So, und dann könnte ich eigentlich bald auch schon anfangen, hier die erste Charge zu verkippen an Erde. Ja, dass man hier wirklich hinkommt. So, guck mal, die sind ja schnell, die Füchse, ne? Die sind ja richtig, die machen ja richtig Gas. Genau. Machen sie auch. Oh, ich habe bloß Angst, dass dieser, der müsste abgearbeitet werden hier. Die wird schon gleich soweit sein. Dann kann ich die Lücke zumachen, dann kann ich den Bergbaukontrollraum abreißen. Dann würde ich den ganzen Bums, den würde ich, nee, den reißen wir erst ab, wenn wir. Wir lassen das noch stehen, bis wir die nächste Forschungsgeschichte erreichen. Und dann müssen wir den Bums sowieso neu machen. Ja, denn so viel Forschung brauchen wir denn nicht mehr. Ach so, was ist deine Intention? Ach so, deine Intention ist Exportrouten. Wir fahren nach da. Alternativ fahren wir aber auch direkt nach da, danke. So, und jetzt guckt mal, wie der Mottenschwarm hier los. Oh, die knallen das bestimmt hier direkt voll. Bam, 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 bam. So, was haben wir sonst noch hier? Ach so, hier der gleiche Exportrouten. Ja, ist ein bisschen müßig, aber auch wichtig. Also hier haben wir echt einen Haufen Erde. Ne? Also das muss man wirklich schon so lassen. Da haben wir echt einen Haufen Erde. Ist auch schön, dass ich mich runtergraben kann und die ganze Erde eben habe. Ne? Das ist eben auch schön. So, wie viel Bagger haben wir jetzt hier? Hier. So, wie viel Bagger haben wir hier? Wir haben noch ein verfügbar und nur ein Fahrzeug. Warte mal. Drei, sechs, ja, passt. Sind wir jetzt hier noch am. Ja, wir sind noch am Fahrzeuge produzieren tatsächlich. Kommt gerade wieder und wenn der noch erledigt ist, dann haben wir es geschafft. Nichtsdestotrotz, ich würde ganz gerne schon mal wieder. Da fährt einer. So, jetzt haben wir hier wieder drei auf dem Haufen. Das scheint hier ein Treffpunkt zu sein für die Füchse. Zack. Und schon wieder drei in Verschrottung. Macht 1, 2, 3. Genau. So, guck mal hier. Wir haben schon wieder das Rohöl zusammen. Für die eine Fahrt. Und ja, haben wir gelöst. Indem wir von 2 auf 4-fach gesprungen sind, sind natürlich kurz auf 6-fach gesprungen. Und jetzt sind wir wieder auf 4-fach. So, was haben wir hier? Wir haben 1900. Wir haben also mehr Holz, als wir brauchen können. Weil der Ernter Strong seine Arbeit macht. Aber richtig Strong. Mann, das Ding ist ja. Guckt euch das hier an. Der Wald ist ja 0, nix platt. So. Hier können wir hier oben nämlich erstmal die Farmen nach oben stopfen. Pam, pam. Würde ich ein bisschen farmen. Vielleicht auch bewässerte Farmen hier oben. Weil ich hier oben habe ich ja das Wasser. Und dann nochmal zwecks, wir gucken, Kartoffel, das ist noch voll, Gemüse, ja gut, also Nahrungsknappheit ist noch nicht eingetreten. Durch das Brot, aber will ich ja nicht ausschließen. Gut, und dann können wir da oben mal so richtige Dinge anbauen. Ja, also alles, was so wasserintensiv ist, das bauen wir dann da oben an. Und dann machen wir das da oben mit Bewässerung. Grundwasserbewässerung. Weil eine so eine Farm zieht richtig Wasser weg. Das gucken wir uns dann gleich an. Haben wir ja bisher noch nicht gebaut, ne? So, ansonsten, ey, das sieht so gut aus hier, ne? So, Abgasfiltration. Das gucken wir uns an. Was soll das sein für eine Geschichte? Gasinjektionspumpe. 72 plus 24 Meerwasser.
kann nur auf einer Kalksteinlagerstätte verbaut werden. Also nur hier tatsächlich. Hier nicht. Dann müssen wir also das Kalkstein so abfräsen, dass wir noch eine klitzekleine Lage haben. Und dann machen wir den da drauf. So, was haben wir noch? Abgaswäscher. Abgas und Wasser ergibt Schwefel und CO2 und Dampf niedriger Druck. Aha. Und noch Luftverschmutzung von 24. Ich nehme mal an, durch das Kohlendioxid. Ich nehme mal an, durch das Kohlendioxid. Abgaswäscher. So, und das wollen wir natürlich machen, ne? Schlamm ab, also natürlich Abwasser und Sand und Chlor ergeben Wasser und Schlamm. Das Ding will ich auf jeden Fall haben. So, was mache ich mit dem Schlamm? Schlamm kann verbrannt werden und Schlamm kann aber auch zu Kompost und Brenngas gemacht werden. Das ist ja insane. Also definitiv entsorge ich meinen Schlamm in der Biogasanlage und den Kompost verkippe ich. Kippe ich ins Meer. Ist kein Problem. Und das Brenngas, das nutze ich. Ja, geil wie Sau. Also, Thema Abwasserverschmutzung und Luftverschmutzung, machen wir, machen wir. Da arbeiten wir schön dran. Gut, ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Anlage, Wasseraufbereitungsanlage. Ja, das ist gut so. So. Bergbau, Kontrollturm hat nichts mehr. Ja. Aber, genau, guck mal. Ja, eben haben wir drauf gewartet. Oh, Scheiße. Und jetzt? Halleluja. Das ganze Verkippungsgebiet Gedöns, das könnte jetzt auch hier rübergelegt werden. Ich sag mal so. Und dann ist das Verkippungsgebiet eigentlich auch abgehakt. Ja. So. Gut. Ja, Junge. Ey. Ich war noch dabei zu löschen. Ja, geil, wieso? So, du hast nichts mehr zu tun. Ich würde ja ganz gerne, dass du hier hinten. Genau. Da habe ich hier hinten vier Bagger laufen. Und hier vorne habe ich denn, hier habe ich ja auch schon vier Bagger laufen. Krass, sind ja schon acht Bagger, die ich laufen habe. So, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich könnte auch, das mache ich auch so, ein weniger. Eins, zwei, drei. So, warte mal, genau, drei. 6, 9, passt. 1, 1, 2, 3. 3, 6, 9, passt. So, jetzt habe ich nämlich noch ein Team. Ich habe drei Dreifach-Bagger-Teams. So, denn ich hatte ja vorhin gesagt, hier fräsen wir uns runter und dann machen wir links Kalk und rechts. Ja, passt mal auf, Leute. Meine andere Geschichte. Wir können ja auch diese Kalklagerstätte einfach so lassen, wie sie ist. Haltet ihr davon? Wir lassen die so einfach so, wie sie ist. Und da würde ich ja fast sagen, hier machen wir unser ganzes. Wie viel haben wir denn hier? Wir haben, ne, ein bisschen Kalk. Wir müssen mal gucken, wie viel Kalk wir hier haben. Aber dann würden wir das hier lassen auf ebene Erde. Sprich, ich würde das alles komplett auf zwei runterfräsen, sodass es diese Höhe hier hat. Von hier. Also ich nähe mich jetzt von hier an, dann baue ich den Kalk ab. Und dann würde ich erstmal. Ja, hier hinten ist ja viel mehr Kalk. Ja, hier hinten ist ja das ist ja wesentlich größer.
Wenn wir die abgebaut haben, dann können wir immer noch diese 3 Pützelgramm hier nehmen. Aber ich denke mal nicht, dass wir... Nee. So machen wir das. Und dann nehmen wir das hier nämlich zum Gaswaschen. Ja, das ist jetzt mein Plan. Also das heißt, ich mähe jetzt hier rüber. Zack, ganz einfache Geschichte. Ich mähe jetzt hier rüber. So, das heißt, ich mache hier einen Abgang jetzt. Ich mache hier einen Abgang. So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie ich das Ganze erledigen will. Ich würde gerne tatsächlich hier so ein bisschen abstandsmäßig so. Hier würde ich so runterfahren. Ich will ja wieder auf minus 12 fahren. So. Genau. Sag mal. Sehe ich das gar nicht. Genau, 12. So. Dann natürlich nach da abgebogen. Hier das kleine Stückchen so als T. Und dann hätte ich natürlich gerne, wie haben wir es denn erledigt hier? Das ist ja der phänomenale gute Abgang. Hier sind wir noch, haben wir genau noch einen Platz gelassen und dann hat aber der letzte bei 10. Der bei 10 müsste noch einmal ausweichen. Das heißt, wir malen uns das jetzt erstmal einfach so an. Wir malen uns das an. So. Das müsste Mauer sein. So, aber nur eine Seite. So, das heißt, wir sind genau auf Strich. So, und jetzt machen wir... So, wir machen hier ab 9. Zack, 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 zack. So, Stützmauerecke. So, warte mal nochmal, Stützmauerecke. So, und dann würde ich das tatsächlich noch hier ein lang machen. Genau. Das wäre jetzt meine Intention dazu. Und dann baue ich mir hier erstmal was runter. Jo. Der passt. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, würde denn tatsächlich hier auch erstmal das so mit M. Genau. So und so. So. Das wäre jetzt erstmal so meine Geschichte. Jetzt kommen die alle und oh, scheiße. Ah, verdammt. Ich sollte weniger U drücken an mancher Stelle. So. So, dann haben wir nämlich das abgearbeitet. Grundwasserressource wird knapp. So. Da frage ich mich jetzt, wo geht das ganze Wasser hin? Wie viele zigtausend Liter haben wir denn hier? Wir haben 15.000 und es ist einfach zu viel, was wir hier abzwacken. Wir brauchen für die Siedlung im letzten Monat Verbrauch 74 von 60. So, hier ziehen wir 60 Liter raus. Hier ziehen wir... So. Das heißt... Ich würde tatsächlich erstmal den abreißen. So. Erstmal ein bisschen entlasten. So, dann haben wir natürlich, dass die Wasserversorgung von hier
Hier wird eine Menge Wasser, sage ich mal, sich entledigt. So, und dann brauchen wir dringend, das wäre auch schlau, das hier zu bauen. Die Abwassergeschichte, ja, die Abwassergeschichte, na gut, obwohl, ne, das Rohr könnte hier lang gehen. Wir müssen hier die Abwassergeschichte bauen, tatsächlich. Also, da beißt die Maus keinen Faden ab. Dass wir hier in Industrieklumpen noch Abwasser bauen. So, und damit würde ich denn das Frischwasser wieder auffüllen. So, was brauchen wir für Abwasser? So, wir brauchen Chlorgas, das haben wir nicht. Sand haben wir aber. So, und fertig. So, das heißt, das müssen wir in der nächsten Folge erledigen. Nächste Folge heißt es, werden wir definitiv unser Wasserproblem lösen. Und ja, das hat Priorität, damit das Grundwasser wieder hochsteigt. Ne? Ich hoffe, ich habe euch wundervolle Aufnahme wieder hier hingezaubert. Schönes LP. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich immer am meisten. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, tschüssi Leute. Bis denne.